Ja, Phosphorus. Es gibt ein wunderbares Video mit Herpe Kerkeling, das würde ich euch echt empfehlen. Da spielt er eine belgische Beziehungstherapeutin, glaube ich. Und da gibt es einen sehr schönen Satz, und der ist typisch für Phosphor, wo er sagt, was Beziehung eigentlich ausmacht. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Beziehung ist Arbeit. Beziehung ist Wachstum, Beziehung ist miteinander um einen guten Weg ringen, miteinander um gegenseitiges Wachstum ringen, gegenseitig auch um Wertschätzung ringen. Und wenn Phosphor eins nicht will in Beziehung, dann ist es arbeiten. Phosphor will Festival, Phosphor will glamouröse Liebe, Phosphor will multiple Orgasmen, Phosphor will strahlen, Phosphor will prickeln, Phosphor will eine Liebe wie spritzender Champagner, und Phosphor ist das wichtigste Mittel in der Rubrik Verlangen, verliebt zu sein. Ganz klar, häufig begleitend Stenosode, wenn man mit Stötteler Trias arbeitet, Tuberkulinum. Also der phosphorische Mensch ist nicht in der Lage, eine tiefe und inhaltsschwere Beziehung zu führen, bis er den Phosphor gekriegt hat, weil er im Grunde in einer Liebesbeziehung immer nur das Prickelnde sieht, immer nur das Ekstatische sieht, Verlangen nach Dauerekstasen. Die möge es ja, wie Arne so schön gesagt hat, zum Anfang vielleicht ja auch geben, vielleicht gibt es die ja auch immer wieder, selbst nach 30 Jahren, will ich überhaupt nicht ausschließen, weiß ich sogar, stimmt, kann es geben, aber es ist nicht immer eindeutig im Beziehungsalltag ohne Pause machbar. Und da kommt dieses Tuberkulinische von Phosphor durch, wenn es nicht mehr prickelt, wenn es nicht mehr, ja, im Grunde so ein bisschen gefährlich ist, wenn es nicht mehr so ein bisschen ist wie Liebe im Flieg, dann ist diese Liebe nichts mehr wert. Und das ist für Phosphor sehr tragisch, weil solange er diese Krankheit hat, wird er keine haltbaren und wirklich langen Beziehungen haben. Auch wenn er sich, wie wir alle, in seiner tiefsten Tiefe danach sehnt, er wird vielleicht eine ganze Weile dieses immer wieder Prickelnde erleben, aber spätestens, und das ist ja die größte Phosphorangst, alt zu werden, beim Älterwerden wird er merken, das geht nicht mehr unendlich so weiter mit diesem immer verliebt sein, immer verliebt sein. Und Phosphor hilft tatsächlich den Menschen vom Verliebtsein in einen Zustand tiefer Liebesbefähigung zu kommen. Wir haben oft, und da haben wir das Tuberkulinische, Kinder, die sehr früh, besonders von ihren Vätern, verlassen worden sind. Wo die Väter eine Tendenz hatten, auch phosphorisch Liebende zu sein, immer von einer Blüte zur anderen als Schmetterling geflogen zu sein und auch keine guten und lang andauernden und stabilen Beziehungen zu führen. Und da geht das Kind in die negative Nachfolge, folgt seinem tuberkulinisch-phosphorischen Vater nach, entwickelt eben auch die Idee, eine Beziehung ist nur gut, wenn sie im Grunde eine Dauerekstase ist. Und das ist natürlich per se eine Überforderung zu jeder Beziehung. Phosphor ist hocherotisch, ist hochsinnlich. Phosphor liebt es zu berühren. Phosphor kann bei Berührung im anderen total viel auslösen. Phosphor ist eine große Begabung für unsere personale Leibtherapie, weil der Phosphoriker hat einfach Finger, das sind Sinnesorgane. Der Phosphoriker kann auf eine Art und Weise berühren, auf eine Art und Weise auch Lust auslösen, wie ganz wenig andere Mittel in der Materia Medica dazu in der Lage sind. Aber es fehlt bei Phosphor total die Konstanz. Also immer wieder, wenn ihr hört, ja, wenn eine Beziehung so und so ist, dann wird sie langweilig und dann muss ich raus. Ich habe das sogar schon erlebt, aber da wird es dann eher wirklich voll zum Tuberkulinum. So eine postkoitale Amnesie. Also bis man das erste Mal mit dem Menschen Sexualität hat, in dieser ganzen Flirtphase. Phosphor liebt es zum Beispiel total zu flirten. Phosphor ist von allen Mitteln, die wir bis jetzt erwähnt haben, das Mittel, was am meisten Flirtkompetenz hat. Phosphor hat ganz viel Flirtkompetenz, kann 100-mal so gut flirten
wie Calcium Carbonicum, weiß gar nicht, was Flirten ist. Calcium Carbonicum sagt nach einer halben Stunde, ja, ich möchte dich eigentlich küssen. Ist es in Ordnung für dich, ja? Also Calcium Carbonicum ist ja schon fast zwanghaft harmlos und Phosphor beherrscht dieses Flirten, beherrscht dieses Kokettieren, beherrscht dieses so unterschwellig immer ein bisschen erotisch und sinnlich sein, dieses zufällige Berühren, was gleich beim anderen Zittern auslöst, Frémissement, Körperzittern, erzittern. Phosphor kann den anderen erzittern lassen. Phosphor kann durch Berührung tiefste Erschütterungen hervorrufen. Aber Phosphor schafft keine Fundamente. Und wenn wir Phosphor geben, zusammen mit Tuberkulinum oder auch alleine, dann schaffen wir das zum Beispiel, dass der Patient sagt, ja, sonst hatte ich bestimmt nach der dritten Liebesnacht, bin ich morgens erwacht und ich dachte, ich muss jetzt hier sofort weg, weil das alles so schrecklich langweilig ist. Und nach einer Phosphorgabe merkt Phosphor, oh, ich kann hier liegen bleiben. Ich kann hier bleiben und auch irgendwie normalen Alltag aushalten. Und ich muss nicht sofort in die nächste Beziehung, wo es denn total wieder prickelt. Was ich oft bei Phosphor erlebt habe, ist Beziehung 2-3 Tage abgebrochen. Nach 14 Tagen wieder gleiche Beziehung, 2-3 Tage wieder abgebrochen. Und irgendwann war das irgendwie so, dass die Partnerin gesagt hat, ey, ich will aber nicht irgendwie alle 7 Tage einen Abbruch, nur weil ich dann wieder interessant bin. Also man könnte sagen, für Phosphor wird alles uninteressant, was sicher ist. Weil der Vater war ja auch total unsicher, wurde aber vergöttert, wurde erhöht. So wie Unsicherheit ist eigentlich der Zustand, in dem Liebe ausschließlich prickelnd ist. Und wenn Liebe sicher wird, ist Liebe nicht mehr prickelnd. Und das wissen wir ja alle, das stimmt nicht. Also man könnte sagen, Phosphor, es ist nie zu spät für ein glückliches Liebesleben.